Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich stehe wieder bei mir in meiner Küche zu Hause und schaut mal, ist das nicht schön draußen, schneit's. Ich wollte eigentlich noch was am Wohnmobil machen, aber das Wetter hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, worum geht's in dem Video? Ich wurde angefragt, daher wir ja Camper sind, ob wir nicht eine kleine Spülmaschine mal testen wollten. Und erst habe ich gedacht, ja, wer braucht sowas? Aber das ist ja wieder total individuell, ne? Der eine sagt, ja, cool. Der andere sagt, totaler Quatsch, braucht kein Mensch, ne? Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, gab, weißt du was, ich probiere es einfach mal aus und guck mal, was das Gerät so kann und wie es aussieht. Und ja, habe ich gesagt, gerne, schickt mir das mal, ich gucke mir das gerne mal an. Und ja, muss ich euch natürlich zeigen. Ganz ehrlich, allein schon das Auspacken, ich fand es so geil. Ich habe echt gedacht gehabt, was ist das? Leute, das ist so Hammer. Ich will das Ganze nachher mit meiner Delta 2 mal ausprobieren, als die dann als Stromquelle nehmen, weil dann kann ich auch mal sehen, wie viel das Ding dann gesamt so gezogen hat. Leute, da ist wirklich alles bei, ne? Also es ist, ich hoffe, das kann man vom Licht her jetzt so sehen. Aber das ist echt cool. Du hast hier so einen Ausziehkorb ganz normal. Du hast hier so einen Besteckkasten. Der ist hier hinten so eingeklippt. Den kannst du dann auch rausnehmen. Kannst du dann nur Teller, wenn du jetzt nur hier oben so zwei, drei Messer, Gabel. Das Ding kannst du auch flexibel, so wie du es gerade haben möchtest, dann irgendwo reinklipsen. Finde ich ziemlich cool. Du kannst auch hier den ganzen Korb einfach rausnehmen. Und dann waren so komische Dinger dabei, wie das hier. Und ich glaube, was wollt ihr damit? Zum Obstwaschen. Total krass, kannst du dann reinstellen, kannst auch ein Obst waschen. Gibt es ein extra Programm für. Bedienungsanleitung fand ich auch ganz cool. Vor allem, schlag mal hier in der Mitte auf, irgendwo. Es ist Deutsch. Es ist total lustig, es ist übersetzungstechnisch, es ist okay. Also man kommt definitiv klar damit. Aber es ist schon manchmal wirklich zum Schmunzeln. Aber wie gesagt, Hauptsache eine deutsche Anleitung. Das ist von mir auf jeden Fall schon mal Pluspunkt. Ja, was ist jetzt daran so cool? Und zwar, wie gesagt, zum einen, man kann das Ding wirklich komplett, wenn man eine Stromquelle hat, betreiben, ohne dass man einen Wasseranschluss benötigt. Denn hier oben, ne, Deckel abschrauben, dann kommen hier 5 Liter Wasser rein. Hier haben wir auch so einen schönen Messbecher mit dabei. Da kann man dann oben das Wasser einfüllen. Man kann das Ganze aber auch hier mit Schlauch direkt am Wasseranschluss, beispielsweise auch im Camper, dann irgendwo anschließen. Finde ich also schon mal gar nicht so verkehrt. Und dann ist natürlich auch so ein Abwasserschlauch dabei. Ich habe den jetzt einfach hier unten bei uns in die Spüle reingelegt. Da ist noch so ein kleiner Saugnapf unten dran. Und ich werde das ganze Ding jetzt mal befüllen mit ein paar Sachen. Ach so, Spülmittel, das ist auch ganz lustig. Guckt mal, hier ist so. Da sollen 8 Gramm Spülmittel rein. Es sollen aber auch Tabs geben, wenn der Tab da reinpasst oder was. Ich gucke jetzt nochmal genau in der Anleitung. Aber ja, und dann werden wir das Ding einfach mal laufen lassen. Wie gesagt, ich bereite mal vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, das ist so lustig, ich schwör's euch. Was ich jetzt leider gerade festgestellt habe, bei meiner ist die Kanne kaputt. Da ist ein Stück rausgebrochen. Aber nicht so dramatisch, ne? Also wie gesagt, war jetzt einfach Pech, dass hier oben so ein Stückchen fehlte. Irgendwas beim Transport wahrscheinlich. Die Post geht ja auch nicht gerade pfleglich mit so Sachen manchmal um. Egal. Total lustig. Oben 5 Liter Wasser eingeführt. Wusste ich jetzt gerade nicht. Dann macht das Ding sogar ein Geräusch, sobald Wasser genug drin ist. Also da kann man auch nicht überfüllen. Es gibt euch einen akustischen Warnton, sobald es voll ist. Ich habe jetzt mal so ein bisschen ja, Besteck und Geschirr und so mal da reingeräumt. Hier unten dann den Tab reingeräumt. Einfach, der fällt natürlich jetzt gleich da lose rein. Da bin ich mal gespannt, wie er das veranstaltet. Ja, ansonsten, ne, Beleuchtung da oben drin. Ich mache das Ganze mal zu. Jetzt machen wir hier oben mal an. Begrüßungsmelodie. Ja, dann hast du hier anscheinend, ich mache das jetzt alles mit euch wirklich das erste Mal. Die einzelnen Modis, hier Speed, 29 Minuten, Soft. Für, das hatte ich nachgelesen gehabt, das ist für so Kunststoffsachen und sowas, das könnte man wahrscheinlich dann nehmen. Dann hier extra heiße Temperaturen für hier Babyflaschen und sowas auszuwaschen, finde ich cool. Ja, und hier Früchte waschen, finde ich super, 19 Minuten. Und dann gibt es nochmal einen separaten Trocknungsmodus. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde das Ganze mal auf normal machen. Wie gesagt, Wasser ist drinne. Delta 2 passt. Strom ist da.
Ich würde sagen, machen wir mal Start hier oben. Ich höre was brummen. Er sagt, in der Anleitung kann es steht drin, wenn die lange nicht benutzt wurde oder jetzt das erste Mal benutzt wird, dass es sein kann, dass die erstmal kein Wasser hat, weil Luft in der Leitung ist, dass man dann so 2-3 Mal starten muss. Mal abwarten. Da unten kommt jetzt Wasser? Kann man das sehen? Spiegelt natürlich jetzt durch das Licht da drin. Ist auf jeden Fall lustig. Also ich finde es... Warte mal, kann ich... Da unten kommt das Wasser. Ja, doch, da unten kann man so ein bisschen sehen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Der Tab da unten liegt im Wasser. Also Leute, ganz ehrlich. Die Größe, das Gewicht, mega. Anleitung toll. Jetzt bin... Also Leute, guckt euch das an. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das wird, ne? Sag ich euch ganz ehrlich. Wie gesagt, ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich habe einfach gedacht, wir machen das mal zusammen. Ich gucke gerade hier parallel, wenn wir uns das... Ach, jetzt geht auch das Licht da drin aus. Jetzt seht ihr mich, hier spiegelt es nämlich jetzt. Ja, hier oben läuft jetzt die Zeit. Draußen schneit es kräftig. Was ziehen wir denn hier an Strom? Ah, okay, jetzt im Moment ziehen wir 900 Watt. Die wird sie wahrscheinlich nicht die ganze Zeit brauchen, weil sonst kriege ich ein Problem. Weil das ist die kleine, das ist die Delta 2. Wie gesagt, wird es auch noch ein ausführliches Video geben von Wattstunde. Momentan leider nicht lieferbar, aber für alles andere bei Wattstunde, ne, unten in der Videobeschreibung, über den Rabattcode Wir sind Camper bekommt ihr 5% auf alle Produkte bei Wattstunde. Wie gesagt, Delta 2 leider momentan vergriffen. Sehr, sehr geil, weil ist ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter. Ziemlich cool. Aber hier soll es ja um die Spülmaschine gehen. Und ich würde jetzt sagen, ich lasse die jetzt einfach mal laufen. Die sagt jetzt noch 68 Minuten. Ich muss natürlich hier zwischendurch mal gucken, ob ich damit dann hinkomme. Ansonsten werde ich sie parallel an Strom anschließen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und mal gucken, was sie wirklich zieht an Leistung. Schauen wir uns dann mal an und ich hole euch auf jeden Fall nachher zwischendurch nochmal dabei. Die erste Viertelstunde ist jetzt vergangen und ja, auch die Wattzahl, ne, ist jetzt runtergegangen vom Verbrauch. Der hat jetzt aufgeheizt, er zieht jetzt nur noch 58 Watt. Also scheint alles aufzugehen. Ich habe jetzt gerade nochmal in die Anleitung geguckt. Das ist total lustig. Hier stehen halt so die einzelnen Programme drinnen, ne? Normal, Geschwindigkeit, Weich, Babypflege und halt Früchte. Ich hatte ja eben schon gesagt gehabt, die Übersetzung ist ziemlich lustig. Schaut mal, hier steht Waschmittelgebrauch. Leute, nicht, dass da einer auf den Gedanken kommt, da normales Waschmittel. Da muss natürlich Spülmaschinen-Tabs oder Mittel für die Spülmaschine rein, ne? Nicht Waschmittel. Aber das ist halt das Lustige bei solchen Übersetzungen immer. Aber ich habe jetzt noch mal so ein bisschen durchgelesen. Das ist ganz interessant. Der wäscht jetzt ganz normal mit 55 Grad. Danach mit 68 Grad tut das nochmal abspülen, also richtig gut. Und wenn du hier so Babysachen oder sowas, ne, hier Flaschen und sowas spülen willst, dann heizt der sogar beim Spülen auf 75 Grad. Finde ich ziemlich cool. Also bisher macht das Ding echt einen soliden Eindruck. Wie gesagt, die Zeit, die läuft hier oben runter. Du hast halt jetzt das Waschprogramm ganz normal. Und wenn das dann Ende ist, dann kommt nochmal hinzu 60 Minuten trocknen. Dann bist du jetzt beim normalen Spülgang bei 2 Stunden 9 Minuten. Ganz ehrlich, sowas wie eine normale Spülmaschine zu Hause auch in der Regel braucht. Und ja, Stromverbrauch, wie gesagt. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt durchläuft. Deswegen habe ich es extra an die Delta 2 angeschlossen, damit man mal sehen kann, wie viel wir dann ungefähr verbraucht haben. Deswegen habe ich das so gemacht. Hatte erst ein bisschen Bammel, dass das jetzt nicht passt von der Zeit, aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass er die ganze Zeit 900 Watt, also so 950 Watt ungefähr ist so die Spitzenleistung, die das Ganze gebraucht hat. Also das geht auf jeden Fall mit so einer Powerstation mal super. Ich denke auch hier so Dauercamper, Saisoncamper oder so, jetzt gar nicht unbedingt für ins Fahrzeug, aber für so, ne, denke ich, ist das auf jeden Fall eine coole Nummer. Wie gesagt, wir lassen die mal ein bisschen weiterlaufen. Zwischenstandsmeldung. Wir sind jetzt noch bei 41 Minuten Rest.
Strom, wie gesagt, ne, 58 Watt, also ganz sparsam eigentlich. Ich habe euch gar nicht gesagt, wie die heißt, ne? Das ist die Hava Modell R01. Wie gesagt, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Kennt ihr das so, ne? Man sieht das ja manchmal so im Fernsehen, so als Comedy-mäßig, dass die Leute sich, oder ich glaube, das gibt es sogar wirklich, dass die Leute sich vor eine Waschmaschine setzen und der beim Waschen zugucken. Normale Spülmaschine kannst du ja nicht reingucken. Deswegen ist das hier echt mal ganz, ganz lustig. Also wie gesagt, bisher, ich bin wirklich mal auf das Ergebnis gespannt. Also ist es wirklich sauber. Im Moment denke ich mir, warum sollte es nicht sein, ne? Aber wie gesagt, wir warten mal ab. Wir lassen das jetzt erstmal auf jeden Fall weiterlaufen und wie gesagt, Waschprogramm läuft jetzt noch 40 Minuten. Stromverbrauch 58 Watt. Also wie gesagt, der hat halt nur beim Aufheizen. Nachher beim Spülen, denke ich mal, da wird er nochmal ein bisschen Strom mehr ziehen, weil dann wird er ja auch nochmal das Ganze heiß machen, das Wasser. Erhitzt sich das Ganze ja nochmal. Und ja, wir lassen sie mal weiterlaufen, ne? Nächster kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt gerade nochmal, ich habe ja Zeit jetzt gerade, in der Bedienungsanleitung ein bisschen gelesen gehabt. Und zwar kann man hier diesen Trockenmodus, ne? Also der normale Modus ist jetzt bei mir eingestellt, läuft noch 29 Minuten. Dann kann man hier entscheiden, auch während des Vorgangs, weil es ist ja noch nicht aktiv, ob man danach das Ganze auch direkt getrocknet haben möchte. Weil man könnte es ja auch rausholen und dann einfach per Hand abtrocknen. Das, wie gesagt, kann man sich auch nachher einfach einschalten. Finde ich auch ganz praktisch. Bei mir ist jetzt hier noch die Folie drauf, also nicht wundern. Ne, ich habe die jetzt einfach drauf gelassen noch. Aber das finde ich auch ganz praktisch. Du kannst halt auch Besteck und Geschirr da reinräumen und einfach nachträglich entscheiden, was damit gemacht werden soll. Was ich jetzt noch ziemlich interessant fand, was stand hier? Man kann zum Beispiel diese Trockenfunktion, wenn dieser Modus aktiv ist, werden dem Geschirr zusätzlich 60 Minuten Heißlufttrocknung zugeführt. In den nächsten 3 Tagen beginnt alle 75 Minuten eine 15-minütige automatische Belüftung. Das ist, um Keime und Bakterien abzutöten, kann man das machen. Also das finde ich jetzt unnötig, das braucht kein Mensch. Aber ich fand jetzt eigentlich schon ganz gut, dass man das so separat auswählen kann. Wir sind jetzt bei noch Rest 17 Minuten, wo 18 stand, noch 18 Minuten Rest. Hat er nochmal angefangen aufzuheizen. Er hat auch zwischendurch tatsächlich einmal Wasser rausgepumpt und hat dann einmal Frischwasser nachgezogen. Also ich denke mal, der fängt jetzt einfach an mit dem Spülen und fängt halt jetzt an, das Wasser wieder aufzuheizen zum Spülen. Deswegen zieht er jetzt hier nochmal 957 Watt. Einfach um das Ganze heiß zu machen. Und hier, wenn man hier so an die Scheibe packt, man fühlt, dass es warm ist, aber das ist nicht heiß. Ne? Also es ist wirklich nur lauwarm. Das ganze Gerät ist auch wirklich leise. Ne? Also das Einzige, was man halt hört, ist das Wasser da drin, was da so hin und her scheppert. Aber ansonsten muss ich sagen, gut. Ja, wie gesagt, noch ungefähr eine Viertelstunde, dann ist er mit dem Waschen fertig. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel er dann an Strom braucht noch und wie das dann mit dem Trocknen, wie laut dann auch das Gebläse ist von dem von diesem Lufttrockner da drin. Lass uns mal überraschen. Noch eine Minute und ihr guckt mal. Jetzt kommt hier gerade das ganze Wasser raus. Es hat jetzt gerade ordentlich gedampft. Der pumpt jetzt gerade das ganze heiße Wasser raus. Und müsste jetzt gleich dann eigentlich mit dem Trockenvorgang anfangen. Im Moment sind es 29 Watt. Wir haben immer noch 54%. Ich bin mal gespannt jetzt, was jetzt passiert. Spannend. Wir gucken einem Geschirrspüler bei der Arbeit zu. Wie gesagt, hier oben eine Minute. Hier unten. Hier kommt jetzt Wasser raus, Wasser raus, Wasser raus. Er pumpt jetzt gerade alles ab. Funktioniert auch gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs sehen. Hier, das spiegelt natürlich hier wie blöde.
Na gut. Warten wir mal gerade ab. Wir sind immer noch bei 29 Watt. Ich denke mal, das ist jetzt wirklich nur die Pumpe. Ich stelle mich mal so, dann könnt ihr es, glaube ich, besser sehen. Da drin ist jetzt gerade ordentlich beschlagen. Wasser kommt jetzt gerade keins mehr. Ah, wie das? Es klingelt. Und jetzt ist der Lüfter angegangen. Hier oben blinkt jetzt eine Lampe. Das ist eine Sonne und darunter ein Teller abgebildet. Ich denke mal, das sollte das Trockensymbol sein. Ist die Scheibe... Ist heiß, also warm. Aber ja, läuft jetzt 60 Minuten. Gebläsetrocknung. Mal abwarten. Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal laufen und dann gucken wir gleich nochmal. Jetzt hat sich gerade nochmal was getan. Und zwar, wir sind jetzt wie gesagt bei 58 Minuten. Und hier zieht er jetzt so roundabout 90, gerade waren es mal 100 und ein paar zerquetschte Watt. Ich denke mal, das ist dann der Lüfter, der da drin arbeitet. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt gerade nochmal verändert, deswegen habe ich gerade nochmal die Kamera kurz angemacht. Aber wir warten. Wir haben jetzt noch 38 Minuten, haben jetzt genau 50% von der Delta 2 an Kapazität verbraucht. Die hat ja 1024 Wattstunden. Und das entspricht ungefähr einer 80 Amperestunden Lithium-Batterie. Nur damit ihr mal so grob den Vergleich habt. Also wie gesagt, wir haben jetzt ungefähr 40 Amperestunden aus der Batterie rausgezogen. Ich finde, das ist okay, ne? Wenn du überlegst, da ist der ganze Spülvorgang schon mit drin und hier ist noch das Trocknen bisher. Mal gespannt, wo wir nachher landen werden. Ja, wie gesagt, wir lassen jetzt die 37 Minuten noch runterlaufen und dann melde ich mich das nächste Mal, wenn das Ganze fertig ist. Fertig. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben noch 44% Akku und hat dann wieder schöne Musik gemacht. Machen wir das Ganze mal auf. Ganz ehrlich. Sensationell. Also hier war der Teller hier, der war wirklich fettig, ne? Ja, super. Das passt. Müsli-Schale. Alles sauber. Auch hier, ne, Besteck. Hat funktioniert. Ich bin beeindruckt. Also wie gesagt, ne, wer es braucht, Fragezeichen. Ne? Aber wie gesagt, für Dauercamper, Saisoncamper oder vielleicht auch hinten in der Heckgarage, kann man sich mal überlegen. Ne? Und ganz ehrlich, 5 Liter Wasser da drin. Ich weiß jetzt nicht, wie viel jetzt noch drin ist. Man soll halt immer 5 Liter einfüllen. Ich denke, das ist gut. Und ganz ehrlich, das Ergebnis ist besser, wie ich gedacht habe. Die Funktionsweise ist super simpel und einfach. Hat jetzt, wie gesagt, 2 Stunden, 9 Minuten gedauert mit Trocknen. Aber es ist auch trocken, ne? Also, ja, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob das was für euch wäre. Würde mich wirklich mal interessieren. Was denkt ihr darüber und ja, wie ist eure Meinung dazu? Ja, wie gesagt, ich verlinke die Spülmaschine unten in der Videobeschreibung. Falls ihr Fragen habt, haut's in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, macht es gut, bis demnächst. Ciao!